Guten Tag. Politik prägt unsere Welt. Sie prägt unser Leben. Und gerade aus diesem Grund ist es auch so wichtig, engagiert in der Politik zu sein. Es ist wichtig, informiert zu sein und immer Bescheid zu wissen, worüber gerade diskutiert oder debattiert wird. Leider ist es so, dass eben viele Jugendliche keine Lust haben, ewige Wahlprogramme durchzulesen. Die haben einfach nicht die Motivation, sich hinzusetzen und die verschiedenen Parteien miteinander zu vergleichen. Das ist so viel. Und genau das ist unser Problem gewesen, denn wenn das eben der Fall ist, dann trifft man entweder die falsche Wahl oder man ist eventuell dann doch nicht zufrieden. Und aus diesem Grund wollen wir das Problem mit unserer App lösen. Wir stellen vor Vote. Ja, einmal ein ganz kurzer Aufbau der App. Ist eigentlich relativ simpel. Ihr könnt hier oben sehen, wir haben eine App-Bar und eine Suchleiste, in der wir die verschiedenen Parteien suchen können und die wird dann direkt ganz oben angezeigt. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir wollen die SPD auswählen, was wir jetzt mal machen, dann ist es so, dass wir genau diese Partei in einem anderen Menü angezeigt bekommen mit weiteren Informationen. Der springende Punkt hierbei ist aber, dass man die Aspekte bzw. die Inhalte des Wahlprogramms, die von der Partei umgesetzt wurden oder beziehungsweise die eben auch nicht umgesetzt wurden, direkt angezeigt bekommt. Das bedeutet, man hat einen schnellen Überblick, für was sich die Partei wirklich einsetzt und was nur irgendwie dahergeredet wurde. Ja, Kathi wird euch jetzt mehr darüber erzählen, wie die Arbeitsprozesse hinter dem Projekt verliefen. Viel Spaß. Also fangen wir mit dem, wie wir es entwickelt haben, an. Also wir haben HTML und CSS dafür hergenommen. Und genau, und Hans hat halt das Design und die Präsentation hauptsächlich gemacht. Dann hätten wir noch 48 Stunden mehr, dann würden wir auf jeden Fall noch aktuelle Daten hineinbauen, sodass es dann noch, sodass man noch mehr auf unserer Website sehen kann. Und nun zeigen wir euch das Ergebnis. Einen Moment bitte. Genau, unsere Website ist hauptsächlich für Handys gedacht, weil heutzutage immer mehr Handys hergenommen werden als Computer. Genau, also wie schon gesagt, kann man auf eine Partei gehen, wie jetzt zum Beispiel die SPD, und dann, genau, dann sieht man das. Aber natürlich kann man nicht nur auf die SPD gehen, man kann auch auf die CDU gehen oder auch die FDP. FDP. Dankeschön. Und um wieder zurückzukommen, kann man einfach auf Partei gehen und dann kommt man gleich wieder zurück. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Applaus für Vote! Applaus für Hans und Kathi. Kommt zu mir bitte. Also wir möchten noch einmal Danke sagen an unsere Mentoren Johanna und Matze. So viel Zeit muss sein. Hans und Kathi, welche Partei habt... Nein, Quatsch, wie alt seid ihr eigentlich? Also ich bin noch 15, also ich darf noch nicht wählen. Und du, Kathi? Ich bin noch 12. Wenn sich Menschen, die noch nicht wählen können, dafür interessieren, was die Parteien eigentlich versprechen, sollten sich Parteien vielleicht mal überlegen, auch Programme für jüngere Menschen zu machen? Stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ihr habt meinen ganz großen Respekt, dass ihr im Gegensatz zu den anderen Teams zu zweit gestemmt habt, was ihr hier hingestellt habt und präsentiert habt. Ihr habt gesagt, 48 Stunden wären noch so gut gewesen. Was hättet ihr in diesen 48 Stunden konkret machen wollen? Also die Daten, die wir momentan eingefügt haben, die sind momentan noch sehr statisch. Das bedeutet, die sind nicht aktuell. Man muss eine neue Version der App rausbringen, dass die Daten sich aktualisieren. Und wir haben auch eine Datenquelle entdeckt, über die das möglich wäre, quasi die Daten auf eine andere Weise automatisiert abzurufen. Und das wäre jetzt unser Projekt in den nächsten 48 Stunden gewesen, quasi eine App zu bauen, die wirklich vollautomatisch läuft. Aber daran kann auch jemand anderes ruhig weiterarbeiten und genau. Das ist der Spirit von Jugendhack. Ganz, ganz großen Applaus für euch beide bitte nochmal. Euer Walk of Fame, Kathi und Hans. Vielen Dank.